Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. Habe ich das beim letzten Mal auch schon gesagt? Ich weiß nicht. Was ist weiter hier? Wir sollen hier ein Passwort am Computer rausfinden. Moment. Passwort, ja, wir sind hier dabei, das Rätsel rauszufinden. War ja... I better check what this lever is for. Oh. Guckt euch das mal an. Watzlich. Was soll das bedeuten? A, gleich 3. Alles klar. Nicht übel. Was haben wir hier? Hier sind keine Handabdrücke oder so, ne? A gleich... Oh, D gleich 2. Und den Rest hatten wir, oder was? A gleich 3. Und hier haben wir den Rest. Warte mal. D 2. A 3. Okay. Lass uns das mal ausprobieren. A... Wie funktioniert denn das? Oh. Warte mal. Wie hab ich das denn? Wie geht denn das? Ah, guck mal. A3? Wie komme ich denn darauf? Ach so, A3. Genau, A3 wäre E. Okay. B4 ist... B4 ist U. Ist das ein U oder ein V? U, nehmen wir mal. UFO. Okay. C1... C1 ist verändert. Dann macht das ganze Passwort wieder weg. Ich bin nicht so schnell. Oh Gott. Er setzt das Passwort immer wieder zurück. Ihr seht, das ist ja blöd. Warte mal. Aber das Passwort verändert sich ja nicht. Das war ja D2 und A3, sagte ich, ne? D2, A3. A3. D2, A, D2, A3, A3, D2. Okay. A3. Das ist Q, 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 Q. Wo ist Q? Da ist Q. A3, was war B4? B4 ist... C1 ist... C, 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 X. Was war D2? D2 ist J. Moment mal. A3 ist jetzt Y. Warum ist es denn immer verändert? Das geht mir auch zu schnell. Ich komme da gar nicht hinterher. Ich bin ja so ein langsamerer Mensch. Muss ich es hier vielleicht drücken? Nee, hier geht es nicht. Ich muss es hier wirklich so umnavigieren. Wie albern. Okay. Aber dann verändert das ja immer wieder. Kann es ja niemals das richtige Passwort sein, oder? So, Bobs Passwort wieder neu. So, A3 haben wir jetzt O. So, O. B4 haben wir E. Ah! Ich bin wieder zurückgegangen. B4. Oh, Dankeschön. Ach, Dankeschön. Ach, Dankeschön. Jetzt warten wir wieder die 30 Sekunden ab. Warte mal, was war das? A3, ne? Genau. Ja, E geht dann nämlich hier wieder raus. Wie blöd. Wenn das E hier auftaucht, das ist zu albern. So, A3. A3 ist K. So, B4 ist V. C1 ist C. Wo ist das fucking C jetzt denn da? Und D2 ist Z. Wo ist das Z? Das ist korrekt. Finally. Now I can go in the basement and deal with that fucker. Okay. Oh, ab in den Keller. Warum wollen wir in den gruseligen Keller eigentlich rein? Wer geht denn schon freiwillig gerne in den gruseligen Keller? Hallo.
Das ist der Hammer. Das sind so viele Sachen, das überreizt einen total irgendwie. Reizüberflutung. Wo ist Blut? Wo siehst du denn Blut? Ah, okay. Das soll Blut sein. Ketchup. Er hat sich ein Sandwich gemacht. Hallo. Oh. Slaughtered. Like an animal. Fuck me, I don't get it. Das ist der Sheriff, ne? And why? Das ist der scheiß Sheriff? Ja, ich glaube ja, ne? Oh mein Gott. Sheriff. Es wird... Ja. Es wird wieder... Ja gut, denn nicht. Um das zu finden, haben wir das jetzt gefunden. So. Oh, er lebt ja doch noch. I finally made it to the mine, but something followed me. Oh, jetzt sind wir in der im nächsten Kapitel hier in diesem. Oh. Irgendwas folgt. Unser Ur-Ur-Onkel. Ur-Ur-Enkel? Ur-Ur-Onkel. Wir sind der Ur-Ur-Enkel. Ur-Ur. Tagebuch aktualisiert. Hier ist eine Karte. Zurück. Da-da-da-da. Kommt die Sonne natürlich hier rum, ne? Moment. Ich fühle mich damit einfach ein bisschen wohler. Oh, Nase. Ach, wie schön, dass hier so viele Leichen liegen. Das scheint so wohl öfters passieren da, ne? Die Mine meines Vaters hat sich für so viele als Grab erwiesen. Es ist einfach schrecklich, wenn ich nicht wie all die anderen enden möchte, sollte ich mich an den Hinweisen Gilmans Notizen halten und den grünen Lichtern folgen. Andernfalls finde ich nie wieder hier raus. Er hat mich angelogen. Dieser alte Mistkerl hat mir direkt ins Gesicht gelogen. Er hat mir den Bären aufgebunden, dass die Karte mich zum Gold führen würde, das in dieser Mine versteckt ist. Als ich ihn fragte, warum er nicht selbst hinabsteigt und sich das Gold schnappt, sagte er, er sei zu alt, seine Augen seien nicht mehr so gut wie früher und er würde es einfach nicht mehr alleine schaffen. Und was habe ich getan? Anstatt den alten Narren auszulachen, habe ich ihn bezahlt, bin bis ins Tiefste der Mine vorgedrungen. Ja, ich habe das Gold gefunden, doch es war nichts weiter als Narrengold, stinknormales Pyrit, das selbst ein Kind vom echten Gold zu unterscheiden vermag. Meine Gier hat mich hierher gebracht und jetzt finde ich den Weg nicht zurück mehr. Seit wie vielen Tagen bin ich bereits hier unten? Verdammt, vielleicht sind es sogar schon einige Wochen. Gott sei Dank mangelt es hier nicht an Ratten, ansonsten wäre ich hier schon längst verhungert. Meinen Durst stille ich mit verdreckten Grundwasser. Wenn auch das zur Neige geht, bleibt mir nur noch meinen eigenen Urin trinken. Ich habe die Notizen eines Mannes namens Gilman gefunden, die einen Weg aus der Mine beschreiben. Wenn mich die Angst nicht übermannt hätte, wäre ich jetzt in Sicherheit. Ich bin dem richtigen Weg gefolgt. Doch als ich diesen unmenschlichen Schrei hörte, bin ich weggerannt. Bis meine Beine keine Kraft mehr hatten. Das ist das Ende. Ich schaffe es nicht mehr zurück. Wenn ich hier sterben sollte, dann denk dran. Wer auch immer du bist, folge den Tützen des Detectives. Die Lichter sind der Schlüssel. Die grünen Lichter, die ich in manchen Tunneln angesehen habe. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Ich bin so entsetzlich müde. Ob es denn eine Erlösung ist nachher, irgendwann mal nicht mehr zu können und dann einzuschlafen? Okay, was haben wir denn da? 6, 1 und 3. Lesen, mal wieder. Bei der Explosion verloren 3 Bergleute ihr Leben. Aber auch, was wie ein seltsamer Zufall erscheint, Hyde's Partner George Whitehead, der die Hälfte der Anteile an der Mine und dem Gasthaus besaß, einer Gäste des Gasthofs, der einen wichtigen Zeuge hätte sein können, verschwand einige Tage nach dem Unfall. Er war nicht der Einzige in der Gegend, der unter ungenannten Umständen verschwand. Das alles ist sehr merkwürdig. Und die Ermittler scheinen nicht sehr begierig darauf sein, dieses Geheimnis zu ergründen. Ich helfe gerne, aber natürlich nicht kosten. Okay. The accident claimed the lives of 4 people. Why would my father kill them if they were his friends? Yeah. And on top of that, the explosion led him to financial ruin. It doesn't make any sense. My father was a fool. It wouldn't hurt his own interests. Okay. Die Notiz. 613, wenn wir uns noch richtig erinnern können. Aber ich sehe keine grünen Lichter.
Grüne Lichter, alles klar. The one that the dead man had written about. Der ist der Lichter. He was right. And I'm on the right track. Okay, da sind wir wohl. Ja, fuck. Wir sollten aber 6, 1, 3, so war das der Plan. Wo ist denn, wäre denn 1? Da unten irgendwo, das ist verschüttet. Fuck. Ah. Grüne Lichter. Wir sind kurz vor 1. Das ist wieder 6. Hier ist gar nichts, ne? Außer grüne Lichter. Minus 1, da sind wir doch hergekommen gerade eben. Running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Ach was, das steht doch hier alles. 1. 3. Fuck, das ist auf einmal 5 geworden. Wie albern einfach. Da sind wir gerade hergekommen. Das war 6, da sind wir auch mal hergekommen. Hilfe! Ist nichts mit grünen Lichtern, die einen richtigen Weg zeigen auf einmal, ne? Oder man muss den richtigen Weg einfach noch richtig verstehen. Jetzt sind wir nämlich schon wieder hier. Das Licht geht auch immer wieder aus. Drei. Sechs. Ah. Witzig. Das ist wieder 6. Wie ist das möglich? 1. Es verändert sich immer alles. Glaube ich. Fast. There. The light is green again. A little bit of effort. And I can get out of this damn mine. I won't ever get out like this. I must find some clues. People worked here, and I don't think they got lost all the time. Was suchen wir jetzt eigentlich? Die 3, richtig? Jemand nicht täusche. Es verändert sich also immer alles. Das ist ja schon wie so Silent Hill-mäßig. Oh komm schon, grab's. Ist das jetzt auf? Hä? Jetzt hab schon mal richtig die Kurbel an hier. Ja, genau. Darauf, dass der Geist dich nicht sieht oder hört. Du machst weniger Lärm, wenn du kriechst. Wenn dich der Geist sehen sollte, lauf weg und finde ein Versteck. Oh mein Gott. I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Oh ja.
Wir müssen eigentlich da um die Ecke. Bestimmt dreht er sich gleich um und wir sind am Arsch. Nein, wir sind am Arsch. Nein, 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 nein. Oh Gott, mach das scheiß Feuer aus. Ich wollte eigentlich hochlaufen. Da steht der noch. Okay, er wird ja auch irgendwann mal wieder umdrehen und dann gehen wir weiter. Der hat mich gesehen! Lauf, Forrest, lauf! Scheiße! Ja. Wir waren so gut dabei. Scheiße. Hoffentlich müssen wir nicht dieses Rätsel nochmal durchmachen, da wie wir da durch die Mine da durchgejagt sind. Wieso konnte er uns da so gut sehen? Wir waren doch voll versteckt. Was ist nur los mit dem Geist? Das ist nicht dein Ernst. Wie will er uns denn sehen? Hä? Wie sieht er uns denn? Ich hab nur so ein bisschen gelinst. Arschloch. Ja, lad doch Checkpoint Manala. Da, wo er hin... Ne, wir sind da, genau. Wir sind auf dieser Ecke. Komm, dann lass uns doch einfach hier links gehen. Aber irgendwie kommen wir nachher irgendwann... Sowieso nicht. Um eine Begegnung... Guck mal, wir werden sowieso hier gelandet. Witzig. Was war doch mal mit den grünen Lichtern? Wo sind die eigentlich alle hin? Oh Gott. Willst du mich Wie ist das möglich? Ja, guck ruhig auf deine Karte. Ich habe da sowieso keinen Plan von.
Kristalle? Hübsch. Gold. Das Kindergold. Wir sind hier, in dieser Nische hier drin, ne? Laut dem müsste ich denn eigentlich hier geradezu, denn links. Geradezu links, nächste rechts, okay. Und dann wieder links. Oh Gott! Aber genau da drin soll dieses Fragezeichen Geheimnis sein, wo wir eigentlich hin müssen. Wo wir schon die ganze Zeit da waren und dann uns haben da schlagen lassen. Am besten, wir gehen ihnen einfach wieder hinterher. Der mich eigentlich so gut, hör mal. Und vor allem rennt er auch tatsächlich hier rein, ne? Er kommt hier rein. Lesen, schnell. Ich habe herausgefunden, dass man dann... Okay, das ist scheißegal jetzt gerade. Warum will man jetzt die ganze Zeit lesen? Ach du Scheiß, von mir wieder aus. The explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than in, which often remained empty. However, the detective didn't have hard evidence. Only circumstantial. Ich wollte mal gerne auf die Karte gucken. Das ist hier, wo ich gerade bin. Und hier soll ein Geheimnis sein? Muss er das denn unbedingt jetzt lesen? Bibelseite. Es ist nicht verborgen, was nicht offenbart wird und nicht geheim, was okay, das hat man schon das Auftrag gehabt. Das ist in der. Wird ja permanent hier gezeigt. Scheiße, hier geht's nicht weiter, ne? So Mist.
Treppe da oben führt auch irgendwo ins Nirgendwo, ne? Aua, ey. Jetzt kommt er. Aber gut, der kommt ja nicht um die Ecke, Alter. Kacke, sag ich euch, Leute. Jetzt sind wir schon wieder hier, in diesem langen, dunklen Gang. Auch nicht besser alles hier. Aber da geht's doch kein Weg raus. Wo wir gerade gewesen sind. Oder meint ihr, die Treppe hätte funktioniert? Das führt sich alles in den Kreis. Nee, das ist dieser lange Gang, ist Blödsinn. Jetzt habe ich aber auch total den Rhythmus verloren. Ich weiß gar nicht, wo der Geist jetzt längst läuft. Ich muss gleich mal um... Aber die Treppe ist nichts, ne? Oh, Leute, ich habe da keine Idee. Aber nicht umsonst läuft ja diese Route doch nur ab. Das muss doch genau hier sein. Und hier soll auch immer das Fragezeichen sein. Also wird hier irgendetwas sein. Kommen tun wir da nicht. Das ist echt ärgerlich. Gibt es hier keinen anderen Weg? Eine Kerze. Jetzt kommt er hier rein. Ich glaube, die Kerze bringt aber so gar nichts. Aber das muss doch hier irgendwo ein Geheimnis sein. Genau hier. Muss doch irgendetwas sein. Das ist nur zum Umwerfen da. Was ist mit diesem super Licht? Wo kommt das her? Kann man das Licht auch löschen dann? Ich
Also das hat hier nichts gebracht. Okay, hau mal ab. Aber wohin? Links, rechts, links. Und dann? Nach rechts. Und dann? Wo sollen wir denn hin, verdammt nochmal? Wir hatten ja auch gar kein System gesehen, wo wir durch mussten. Es gehen auch keine beschissenen grünen Lichter an. Acht. Na super, jetzt sind wir hier. Na super. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Hackendreck. Acht. Haben wir was mit acht gemacht? Nee, ne? Oh nein, das ist noch beschissener als alles andere vorher. Scheiße. Sehen durch, da kommt der Geist eigentlich her. Zwölf. Gehen wir mal durch die 12. Ist das ein Rätsel? Wir verfranzen hier und... Hier rumbrüllt, Alter, der Hammer. Hier sind wir gerade durch. Ach, fuck. Wir haben uns hier verlaufen. Aber, ja, wenn auch die Möglichkeit der grünen Lichter nicht gegeben ist. Die ist einfach nicht gegeben. Es wird gesagt, lauf nach den grünen Lichtern. 12. Hä? Fuck. Ah, fuck. Alles sehr, sehr kompliziert heutzutage. Ich sage mal so, kein Schild dran. Nimm mir das. Kein Schild ist super. Oh, es ist dunkel hier. Grüne Lichter. Die Frage ist, wohin?
ist keins mehr. Gehen wir hier durch. Sehr gut. Ich hab den Geist vergessen, Amy. So, das war jetzt gerade ein kaputtes Schild noch. Und kein Schild, wo wir durchgelaufen sind. Folgen wir nochmal die grünen Lichter. Und dann wären wir wieder hier. Ein Dreck. Nochmal durchlaufen. Ne, das hat nichts gebracht. Oh, ja, welches hat er denn da? Welches hat er auch einen Gang, den er da beschützt oder so ein Scheiß? Die 8 durchlaufen. Bestimmt verkehrt. Oh! Alter Digga. Even death fails to grant an escape for some. So, Kinder. Jetzt haben wir uns gerade für heute genug verehrt hier in dieser Mine. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.